Hallo und herzlich willkommen zu Cookielish. Heute gibt es ein leckeres Rezept für eine sündig-schokoladige Sachertorte. Und dazu ist sie auch noch vegan. Fangen wir direkt an mit dem Teig. Dazu werden in einer Schüssel Mehl mit Mandelmehl, Vanillezucker, Zucker, Kakao, Backpulver und Natron vermischt. So, dann kommen auch direkt die nassen Zutaten dazu. Und zwar Pflanzenmilch, ich habe dazu Mandelmilch genommen, und Sonnenblumenöl. Nun werden alle Zutaten nochmal ganz fix vermengt. Den Link zum Rezept mit allen Mengenangaben findet ihr in der Infobox. Die Mengen reichen aus für eine kleine Springform mit 18 cm Durchmesser. Wenn ihr die Mengenangaben verdoppelt, könnt ihr eine große Sachertorte backen. Gebacken wird der Teig im vorgeheizten Ofen für ca. 40 Minuten. Macht am besten die Stäbchenprobe, um sicherzustellen, dass der Teig auch wirklich durchgebacken ist. Während die Torte im Kühlschrank erkaltet, kümmere ich mich auch direkt um den Schokoladenguss. Dazu wird Wasser mit Zucker in einem kleinen Topf vermengt und ca. 5 Minuten sprudelnd gekocht. Danach wird der Sirup von der Hitze genommen. Die Schokolade wird in kleine Stücke gebrochen und im Sirup geschmolzen. Unter ständigem Rühren löst sich die Schokolade gut auf und verbindet sich mit dem Sirup. Während die Schokoladenglasur abkühlt, geht es auch schon weiter mit dem Tortenboden. Diesen habe ich verkehrt herum auf ein Abkühlgitter gelegt und in der Mitte halbiert. Traditionell wird Sachertorte mit Marillen- oder Aprikosenmarmelade gefüllt. Da ich viel lieber die Himbeermarmelade meiner Oma esse, habe ich diese genommen. Im Anschluss wird der zweite Tortenboden wieder aufgesetzt. Nun wird noch die Schokoladenglasur über die Torte gegossen. Damit die Schokoladenglasur nicht reißt, setzt ihr die Torte am besten auf eine Tortenplatte, solange die Schokoladenglasur noch feucht ist. Zum Servieren nur noch etwas vegane Sahne mit etwas Sahne steif aufschlagen. Und dann darf man die Torte auch schon vernaschen. Wenn euch das Video gefällt, schreibt es mir doch gerne in die Kommentare und abonniert meinen Kanal. Das würde mich sehr freuen. Ich wünsche euch viel Freude mit dem Rezept. Stay cookielish!